Weil ich bin Mara und ich habe für dich an meinem Bachelor und Geschichte studiert, aber mein Master habe ich Kommunikation und Multilingual und Multikulturelle Kommunikation studiert. Also mein Arbeitsstudium analysiert, wie das Gesundheitsminister Paulette Lehnert an den Lützeburger Zeitungen beschrieben gauf und für irgendwie eine kleine Konklusion dazu zu gehen, wie Frauen Politikerinnen an den Medien dargestellt gehen. Es schon 20 Artikel von den 12 größten Zeitungen zu Lützeburg selektioniert, das ist 10 Artikel pro Zeitung, das Tageblatt und Wort. Und du hast am Anfang eben Spruch analysiert, ein bisschen, aber echt da just allgemein Themen, die benutzt gaufen, ich wat wat geschwat gauf am Kader von der Beschreibung von der Ministerisch, wir dann irgendwie können so gemeinsam Themen, gemeinsam Punkten und dann vielleicht auch Stereotypen herauszufinden, wir dann ob eine Konklusion zu kommen, ob zum Beispiel Gender eine Rolle spielt an der ganzen Beschreibung von der Ministerisch. Das war von der Methode, die ich benutzt habe. Also ich gebe so, dass irgendwie schon eine Art Besserung aus von den Beschreibungen an den Medien, von den Frauen, weil ich, also Paulette Lehnert gauf nicht wirklich, sie gauf gar nicht diskriminiert als Frau, gebe ich mal so. Und dann gauf sie nicht wirklich viel, ob ihr Geschlecht reduziert. Am Anfang gab nicht so viel darüber gesprochen, dass sie eine Frau war. Und trotzdem waren aber so implizit verschiedene Ausdrücke, verschiedene Sätze oder so, die aber noch immer implizit Stereotypen irgendwie, da sind da Stereotype können rauslesen. Und das ist ja, ich habe den aber immer gemerkt, dass da eine Frau aus dem ein Minister ist. Und trotzdem gibt es aber nicht unbedingt da, wenn es penalisiert. Mit gibt es aber eine spezifische Art und Weise, über sie zu schwätzen, die vielleicht nicht bei Männern Politiker gehen. Weil es klar ist, dass auch wenn auf verschiedenen Plätzen Verbesserungen gehen zwischen Männern und den Frauen, auch wie sie behandelt gehen. Also es ist ja einfach klar, dass noch vieles muss gemacht gehen und dass das vielleicht Männer visibel ist für verschiedene Leute. Aber es sei ja, dass immer Subtilitäten gehen und kleine und große Sachen gehen, die aber noch machen, dass mehr als Frauen nicht so behandelt wie Männer. Und ich fand das wichtig, dass ihn immer daran erinnert wird und am besten, dass ihn das dann noch ändern kann, für, dass ihn wirklich zu einer Chancengleichheit kommt.